Jo, grüßt euch und willkommen zu einem weiteren Infovideo. Diesmal zum Horror Halloween 12 Stunden Haarstream auf meinem Twitch-Kanal als kleines Infovideo. Das ist meine zweite Aufnahme jetzt, weil bei der ersten Aufnahme ist irgendwas schiefgelaufen mit der Tonspur. Deswegen zum zweiten Mal jetzt alles erklären. Nur gut, ist halt so. Okay, Guys. Wie gesagt, 12 Haarstream auf meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auf jeden Fall mal unterm YouTube-Kanal, also beziehungsweise in der YouTube-Beschreibung schon mal euch mal den Kanal mal aufrufen für die Neuen unter uns hier, die jetzt nicht wissen, wo das ist. Nein, ich streame nicht auf YouTube, Freunde, ich streame auf Twitch. Twitch-Kanal findet ihr unterm YouTube-Video. Also so einfach ist das. Weil die Leute schreiben immer wieder, ey, Sakali, streame auf YouTube. Nein, Freunde, ich streame wirklich permanent jeden Tag auf Twitch. Und dieser Horror, beziehungsweise Halloween-Horror-Livestream, der 12 Stunden lang geht, der ist auch auf Twitch. Und da habe ich mir auf jeden Fall dieses Jahr sehr viele Sachen überlegt. Ich mache das schon seit 3 Jahren. 3 Jahren gibt es bei mir auf dem Stream Halloween-Streams, die ich dann sozusagen mit den Zuschauern feiern. Diesmal ist es wieder ein 12-Stunden-Stream. Und ja, da habe ich mir auf jeden Fall ein paar Sachen hier auf den Tisch gelegt, Freunde. Wir werden natürlich den ganzen Stream mit diesen Programmablauf hier durchstarten, aber dieses Jahr ändert sich etwas, und zwar verkleidet er sich der Sakati selber. Dieses Jahr traue ich mich, nein, das hat nichts mit Trauen zu tun, sondern einfach, ich bin nicht derjenige, der so Cosplays macht oder so ein Kram, deswegen ist das immer so eine Sache, ob ich das mache. Aber ja, dieses Jahr werde ich mich ein bisschen verkleiden, jetzt nicht viel oder so, ein schlichtes Design, sage ich mal, ein schlichtes kleines Halloween da sein, und dass ihr sozusagen auch die Atmosphäre von mir irgendwie rüberbekommt, mehr als wird da jetzt nur einfach ein normaler Dude sitzen im Horror-Stream oder so ein Kram, sondern ich werde mich selber mal ein bisschen verkleiden. Natürlich könnt ihr euch natürlich auch verkleiden, falls ihr Süßigkeitenjagd geht oder einfach euch fertig macht kurz vor Mitternacht für eine Halloween-Party, könnt ihr gerne mir eure Cosplays oder Outfits auf Twitter senden, Freunde. Der Twitter Account oder meine Seite findet ihr auch hier unter in der Videobeschreibung. Würde ich mich freuen, wenn da sich ein paar Sachen dazu addieren. Beziehungsweise auch euer Equipment, eure Deko oder so ein Kram. Alles, was mit Halloween zu tun hat, alles auf Twitter mal twittern, Freunde. Ich werde es später dann auch natürlich zwischendurch retwittern. So, Freunde, zum Stream-Ablauf. Was hat der Sakali sich dieses Jahr ausgedacht? Ganz einfach, Freunde. Wir werden wie jedes Jahr, das dritte Jahr schon, Kürbis schnitzen natürlich. Dieser Kürbis ist dieses Jahr nicht einfach nur ein Kürbis, den ich einmal schnitzen möchte. Nein, wir werden aus diesem Kürbis unser Maskottchen rausschnitzen. Und zwar unser Maskottchen ist Shishamon. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Shishamon ist, Smogmog. Das heißt, dieser Kürbis wird sozusagen ein Smogmog sein. Und natürlich hat Smogmog so 2 Köpfe oder 2 Elemente. Deswegen werden wir 2 schnitzen. Doppelter Spaß, sage ich mal. Einen großen, einen kleinen, und dann irgendwie zusammen fusionieren, ne? Das wird auf jeden Fall spaßig sein, Freunde. Und in der Zwischenzeit, wo wir das machen, dass wir halt nicht verdursten oder so ein Kram, gibt es einen Hollow-Punsch, den ich mit euch zusammen kreieren werde. Natürlich ohne Alkohol, aber dafür mit sehr teuflischen Zutaten, Freunde. Ne? Nicht für schwache Nerven auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall mal mit euch machen. Könnt ihr natürlich aufschreiben oder selber machen, wie ihr wollt. Deswegen werden wir den 12-Stunden-Stream mit diesem Bereich, sage ich mal, anfangen. Kürbis schnitzen und dann den Hollow-Punsch, den wir dann natürlich rauskreieren. Haben wir das gemacht und sind damit, sage ich mal, zufrieden und durch, gibt es natürlich erstmal die große Party, ne? Wir feiern natürlich unser Kürbis, was wir da rausgeballert haben, denn wir erwecken ihn zum Leben sozusagen, ne? Wie jedes Jahr. Danach wird es auf jeden Fall spannend, denn dann fangen wir an mit Gameplay, Freunde. Ne? Vorher sind wir im Real-Life-Bereich tätig, jetzt danach im Gameplay, und zwar werden wir Double Shiny Hunting machen. Dort werden wir natürlich Halloween-Pokis hunten, Freunde. Wie zum Beispiel Nebulak, Alpollo oder Gengar. Mal schauen, wie wir das machen. Seid auf jeden Fall start. Bereitet eure Shiny-Projekte auch vor. Wenn was droppt, auf geht's auf Twitter, Freunde. So einfach ist das. Alles twittern. Danach gibt es natürlich auch Double Shiny Wonder Trade, aber nur Double, nicht Triple, weil alles schön kompakt sein soll. Werde ich die letzten 2 Pokis aus dem 20er-Bereich rausballern, denn dieses Jahr habe ich 20 Halloween-Pokis rausgeschmissen, Freunde. Und das wären jetzt noch plus 2 zusätzliche, beziehungsweise sind die bei den 20 inbegriffen. Und ja, das sind auf jeden Fall auch 2 schöne Pokis mit dem OT Sakali TV /HW wie Halloween. Freut euch auf jeden Fall, das sind die 2 letzten, Freunde. Und danach ist erstmal Sense mit Halloween-Pokis, ne? Das heißt, der hat, der hat. Ja, natürlich darf ein Horror-Stream oder Halloween-Stream nicht ohne Horror-Games dastehen. Deswegen werden wir auch ein paar Horror-Games spielen. Die sind aber noch unklar. Ich habe auf jeden Fall ein paar auf der To-Do-Liste, die ich mit euch spielen möchte. Falls ihr da Vorschläge habt, was ich zocken könnte, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Falls ein Spiel irgendwie ziemlich oft
ja, kommentiert wird, werde ich es vielleicht mir mal zur Brust nehmen und mir das mal anschauen. Vielleicht zocke ich das sogar im 12H-Stream, also morgen am 31.10. Also in ein paar Stunden eigentlich, weil ich das Video jetzt sehr spät aufnehme. Kommentiert, Freunde. Ne? Vielleicht habt ihr coole Ideen, die ich... Vielleicht kenne ich ein Spiel nicht oder so ein Kram oder irgendein Spiel sticht richtig aus den Kommentaren raus und dann kann ich das natürlich auch zocken, Guys. Also seid auf jeden Fall am Start. So, Freunde. Nach diesen Horror-Games und so ein Kram gibt es natürlich zwischendurch auch noch ein etwas Neues und zwar Jelly Beans. Diese Jelly Beans werden zwischen in den Stream gezündet. Viele Leute, die nicht wissen, was Jelly Beans sind, das sind Bonbons mit verschiedenen Geschmackssorten, Freunde. Also viele Geschmacksnerven werden da natürlich zur Brust genommen. Diese Beans können gut sein, also es sind auch dabei, die gut schmecken und aber auch sehr viele, die nicht gut schmecken. Das ist ja der Reiz dabei und zwar gibt es Sorten, die nach Schweiß schmecken, nach Scheiße, nach verfaulten Socken, verfaulten Eiern, Popel, Kotze, Hundegedöns, was weiß ich was. Tausend Geschmackssorten, die natürlich kein Mensch sich freiwillig gönnt. Aber das Ganze soll beim Halloween-Stream halt so ein kleiner Reiz sein, dass ihr natürlich da den Streamer auch damit punchen könnt, Freunde. Punch the Streamer sozusagen. Ihr könnt den Streamer damit ein bisschen punchen. Natürlich soll das nicht jetzt permanent gezündet werden, sonst werde ich nach 2-3 Stunden den Stream abbrechen müssen, weil mir schlecht ist oder so. Ist ja klar. Werde ich das Ganze mit einer Art Donation abwickeln. Das heißt, eine, weiß ich nicht, wie hoch die Summe sein wird oder so ein Kram, kein Plan. Aber derjenige, der sagt, hey, ich hau mal ein Donation oder ein Sub raus oder so ein Kram, vielleicht per Sub mal schauen. Werdet ihr morgen früh halt erfahren, wie ich das mache. Dort werde ich dann halt sozusagen dieses Roulette, da ist noch ein Roulette dabei. Und dann tue ich die Bonbons drauf. Und je nachdem, was das Roulette dann am Ende zeigt, werde ich diesen Geschmack dann halt essen, sag ich mal. Ne? Entweder mache ich das per Sub oder Donation, wenn wir halt sehen. Am besten etwas, was jetzt nicht zu krass ist für euch oder zu krass für mich ist. Irgendwie so ein neutraler Gang und dann passt das vorhin. Das soll eine kleine Spaßsache sein, die wir zwischendurch machen. Keine Hauptsache natürlich. Immer zwischendurch mal einen kleinen Böller zünden. Und den Streamer wegzupunchen, Freunde. Ne? Ist ein kleiner Reiz dabei. Freunde können natürlich eskalieren. Würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und sonst, ja, gibt es natürlich Double S-Coins, Double Q-Coins und für VIP-Leute bis zu 8-mal so viele S-Coins. Diese S-Coins könnt ihr halt später euch die Pokis eintauschen lassen, wie ihr wollt. Bei den Q-Coins sind das Quizpunkte, Merchandise-Zeug halt natürlich. Und Saka-Catch, Triple-Erfahrungspunkte in den 12 Stunden, Freunde. Wie man schön sehen kann, ist er durchdacht, der Plan, Freunde, und mit sehr vielen Sachen am Start. Und am Ende schauen wir mal, wie das abläuft. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Video mal teilt mit euren Freunden, dass ihr auch mal vorbeischauen oder sonst jemand, Mutter, Vater, Kind, ne? Alle sind gerne eingeladen, würde ich mich echt freuen. Denn das ist 12 Stunden gewaltige Power, Eskalation, Unterhaltung pur in verschiedenen Bereichen. Wir werden Shiny hatten, Wundertausch, Horror-Games spielen, Jellybeans zünden ab und zu mal... Je nachdem, was das für ein Bonbon dann am Ende ist, wird das halt natürlich eine komische Reaktion sein oder auch nicht. Kürbisschnitzen natürlich und den Hollow-Punch, den ich natürlich mit euch zusammen kreieren werde, Freunde. Also, alles am Start, Freunde. Nur ihr fehlt noch am Morgen. Ab 12 Uhr geht der Stream los. 12.30 Uhr fängt der Ganze natürlich an, das Ganze mit Kürbisschnitzen und so ein Kram. In dieser ganzen Zwischenzeit werde ich auch Horror-Musik zwischendurch auch mal auch anmachen, Freunde, dass ein bisschen die Stimmung da ist, ne? Also, Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und ja, falls ihr Fragen habt oder halt irgendwas unter dem Video kommentieren, Freunde. Wir sehen uns. Bis morgen. Haut rein und Happy Halloween.